Hallo und willkommen zu einem weiteren Part auf dem Kanal von Dementia 100. Ich bin Kaito und führe die Kamera und kommentiere. Dementia spielt diesmal ein Let's Play von Mr. Game & Watch, und zwar das Spiel Ball. Ja, ihr seht schon, es ist jetzt nicht gerade eins der neuesten Spiele, aber es wurde bisher davon nur wenige Let's Plays gemacht und daher dachten wir uns, bringt es vielleicht mal was, dass wir mehr Kunden bekommen auf unserem Kanal. Na, Dementio? Hallo, du kannst auch was sagen. Noch ist es nicht schwer. Es ist, glaube ich, die Silber-Edition oder was. Und da ist recht klein, es muss ich die Kamera die ganze Zeit halten. Deswegen nicht wundern, wenn das Bild ab und zu wackelt. Und es wird natürlich mit der Zeit auch immer schneller. Es gibt auch zwei Spielmodi. Einmal Game A, das machen wir jetzt gerade. Und dann gibt es noch Game B, das ist mit drei Bällen. Passiert da noch irgendwas anderes, oder? Ich werde immer schneller. Beschleunigen sich die Bälle einfach nur. Ja, später wird es richtig anspruchsvoll. Und das war auch das allererste Game & Watch Spiel, was rauskam. Ja, Mr. Game & Watch kennen die meisten von euch wahrscheinlich hauptsächlich aus Super Smash Bros. Brawl. Oder Melee, weil Melee hat da glaube ich auch schon mitgespielt, oder? Ich weiß es nicht mehr. In Brawl, in Brawl war glaube ich noch kein Newcomer, da war er damals schon da. Deswegen, dort macht er halt eben auch mit. Jo, ich zeig euch gerne noch die Drei-Ball-Variante. Man sieht schon, die Bälle werden immer schneller. Ja. Die Menzi hat schon Probleme hinterherzukommen. Es geht eigentlich. Gott, das Spiel wäre nichts für mich. Ja. Du willst nicht die reiche Ballvariante zeigen, damit ich nicht immer so lange hier stehen muss. Ach, du schaffst das schon. Bei 100. Ja, toll. Es hält die Kack vorher ab. Wie ihr seht hier, verdammt nochmal, unscharfes Bild. Er ist gerade mal bei 772 angekommen. Das könnte noch eine Weile dauern. Die Bälle werden ja auch immer schneller. Hat man viele Leben oder hat man nur drei oder was? Oder hat man keins? Keins. Das heißt, wenn die Bälle runterfallen, ist Game Over. Ja. Und das zeige ich euch gleich noch. Wenn wir bei 100 angekommen sind, werden die Bälle wieder langsamer. Und jetzt zeige ich euch mal die 3-Ball-Variante. Da hat man dann 3 Bälle. Man muss versuchen halt eben mit denen zu jonglieren. Ja. Und später wird es richtig schwer. Da sind sie alle doppelt und dreifach alles hintereinander. Da siehst du dann plötzlich irgendwie 6 Bälle hier drauf. Oder irgendwie wird da alles verwirrender. Wie viele Bälle können es insgesamt werden? 9 oder was? Nö, das 3 ist ja schon das Höchste. Es gibt ja nur 2 Spiele. Nur halt später. Aber was meinst du denn dann, wenn die... Ja, wenn du mal 2800 oder was angekommen bist, da werden dann alle so... Jeder Ball wird dann so ungefähr doppelt angezeigt. So hast Ach so, weil die so schnell sich bewegen. Ja, hintereinander wird dann so eine Linie gezogen. Das ist dann verwirrender, das dann zu gucken. Okay, gut. Ich denke, ihr habt einen groben Überblick über dieses Spiel erhalten. Dann sagen wir Tschüss, bis zu unserem nächsten Let's Play. Ja. Noch was zu sagen? Nee, Nö. Das war's, ne? Okay. Das war's. Bis demnächst. Ciao. Ciao.